Die Champions League des Lebens, so heisst das Buch, das neue Buch von Markus Müller, Gast, den ich heute begrüssen darf hier bei LiveNet. Er hat das Buch geschrieben, warum älter werden das Beste ist, was uns passieren kann. Für mich als Fußballbegeisterter hat das natürlich gerade auch noch andere Assoziationen ausgelöst. Und das ist auch eigentlich verrückt, dass der das wagt, Champions League des Lebens, das älter werden der Tier in diesen Zusammenhang hineinzubringen. Und da wollen wir doch gerade ein bisschen hören jetzt vom Autor von diesem Buch, Markus Müller. Ist das nicht ein Widerspruch gegen Zeitgeist, wenn man das so einfach reinwirft? Es ist eigentlich die Absicht, auch ein bisschen einen Kontrast zum Zeitgeist zu zeigen, vor Augen zu führen. Ich finde es ein bisschen deprimierend, wenn man sagt, so ab 40, 50 hast du die Höhepunkte erreicht und dann geht es noch abwärts. Und mir denkt, dort hier so aus eigener Erfahrung ist ein Kontrast sehr wesentlich. Ich glaube, dass noch unglaublich viel drin liegt. Auch nach 40, 50, ich glaube sogar nach 60 und 70 liegt sehr viel drin. Und das müsste man noch ein bisschen auskosten und ich glaube auch uns vor Augen führen, damit wir uns darauf freuen. Weil wenn wir glauben, es ist nur ein Abstieg, dann wird es ein Abstieg. Ist das jetzt so, dass ihr eine Art die Leute in ein Trainingscamp schickt, für ein bisschen in dieser Sprache zu bleiben vom Sport? Und wie sie können trainieren können, wie sie eben zu alt werden, gut erleben, so in die Richtung? Ja, es ist immer ein bisschen die Frage, was man jetzt unter Training sich vorstellt. Also ich meine nicht, dass man jetzt jeden Tag müsste trainieren wie die Verrückten, damit wir absolut die Besten sind und mit Hunderten einen Marathon laufen. Das ist nicht so meine Idee. Aber irgendwie das Thema Champions League, wo nicht jeden Tag stattfindet, und nicht jede Woche oder nicht einmal jeden Monat. Aber irgendwie gibt es so eine Idee, hey, das ist ja etwas Gutes, eine gute Atmosphäre, ein gutes Milieu und vorankommen bist du gut. Und vielleicht gibt es wirklich so ein Finale, wo eben nicht mit 50 ist, sondern wesentlich später. Und darauf zu möchte ich selber leben und sehe sehr viele Leute, die da ganz gut unterwegs sind. Jetzt wollen wir doch ein bisschen konkreter hören, was es eben kann für Vorkehrungen geben, die man treffen kann, vielleicht schon jünger. Jetzt, auch ich bin auch schon mit dem konfrontiert, auch mit dem Älterwerden, für das ich später mal an der Champions League teilnehmen kann. Du beschreibst, dass es für Frauen und Männer ganz unterschiedlich ist, oder je nach Beruf und so. Aber was gibt es so ein bisschen an Aussagen, die man sagen kann, generell, für alle gelten, der sozusagen? Ja, wenn ich jetzt hier vom Fußball herkomme, so viel, dass ich weiss, wir sind ja in Bern hier im Moment. IB hat, glaube ich, 32 Jahre darauf gewartet, dass sie Schweizer Meister werden. Mhm. Und siehe da, sie nachher können in der Champions League mitspielen. Ja. Es gibt eine lange Vorbereitung. Und ich glaube tatsächlich, dass Weichenstellungen stattfinden, schon sehr, sehr früh. Vielleicht als Kind, wahrscheinlich als Kind, aber dann auch als Jugendlicher, als jungen Erwachsenen. Und das entscheidet nachher schon darüber, wie sie älter werden. Wenn ich zum Beispiel immer nur aus dem Anspruch lebe und Dankbarkeit nie kenne, dann könnte sich das noch ein bisschen ungut auswirken. Wenn ich aber als dankbarer Jugendlicher unterwegs bin, kann ich mir noch vorstellen, dass die Dankbarkeit bis ins hohe Alter bleibt und eine gute Grundlage gibt, gesund älter zu werden. Deckt sich das auch ein bisschen mit dem, was ihr erlebt, als Altersheimfahrer, also wo ihr ja viele Leute begleitet auch in diesem ganzen Prozess vom Älterwerden, dass ihr das so beobachtet? So. Das ist natürlich für mich hochspannend, wie wird jemand wirklich alt? Und wenn ich dann die 80-Jährigen und 90-Jährigen sehe, frage ich sehr häufig, was habt ihr jetzt gut gemacht in eurem Leben, dass ihr heute so ein zufriedener, fröhlicher, dankbarer Mensch seid? Ich sehe die und sehe die, wo ich denke, so möchte ich eigentlich auch alt werden. Ich sehe auch die, wo ich würde sagen, lieber nicht. Aber ich frage eigentlich, ich habe den Mut, beide zu fragen, wo sind so Weichenstellungen passiert in eurem Leben. Und ich merke das schon, dass eben so aus dem Anspruch leben oder Dankbarkeit oder allein leben oder gemeinsam leben. Jetzt meine ich nicht heiraten oder nicht heiraten, sondern einfach, lasse ich mir von jemandem anderen in mein Leben reinreden. Oder sage ich, ich weiss alles besser und so gehe ich durchs Leben. Je nachdem wird das Alter dann leichter oder schwieriger werden.
Also kann man sagen, einsame Menschen haben es schwieriger, in die Champions League hineinzukommen, zum Beispiel? Ja, ich würde nicht so 100% Gesetzmäßigkeiten aufstellen. Jemand, der gut alleine sein kann, der kann gut älter werden, auch im Allein sein. Okay. Aber Leute, zum Beispiel Rechthaberei, Besserwisserei, das finde ich etwas ziemlich Schwieriges zum Älterwerden. Wenn ich das Personal umkommandiere, wenn ich meine Töchter und Söhne umkommandiere, wenn ich mein Umfeld kommandiere, das ist ungesund. Verbitterung ist dann eben doch relativ häufig anzutreffen. Und das ist nicht Champions League-like. Welche Chancen würdet ihr heute sagen, bieten sich den Menschen für die Phase eben vom letzten Teil des Lebens? Also, das geht ja auch länger, weiss man heute, das ist ja klar. Das sind andere Themen, die Politik beschäftigen, vor allem auch. Was konkret schaut ihr als Chance an oder sagt ihr, hier möchte ich eigentlich noch mich weiter entwickeln? Also zuerst einmal würde ich eben sagen, dass das Alter von zwischen 46 oder 50 bis 100, das ist nicht einfach das Alter, sondern nach meinem Dafürhalten sind da mindestens 5 Phasen, die ich elementar würde unterscheiden. Also es gibt eine Phase, jetzt sage ich mal 46 bis 65, weil 46 ist weltweit so ein Tiefpunkt von der Lebenszufriedenheit. Darum finde ich das nicht schlecht, dort etwas Neues anzusetzen. Aber das ist eine andere Phase als dann von 65 bis 75, wo man sagt, das ist die glücklichste und zufriedenste, schönste Lebensphase. Schöner als jung sein, sagen die meisten. Und etwa 82% ja. der Schweizer sagen, das ist die beste Lebensphase. Und das finde ich auch spannend. Und dort sind andere Akzente als nachher 75 bis 85 plus minus. Und dann kommen schon einmal Phasen, die eine grosse Herausforderung sind. Und je nachdem, wie die Phasen vorher gelaufen sind, werden vermutlich auch die Phasen nachher laufen. Und ich erlebe eigentlich in der Praxis selten, dass jemand nochmal jemand ganz anders wird, wenn er 85 ist. Mhm. Sondern im Gegenteil, das, was er immer schon war, kommt ein bisschen ungeschützter zum Vorschein. Vielleicht auch unkontrollierter, vom Verstand her unkontrollierter und vom Sozialen her unkontrollierter. Und darum finde ich schon spannend, was legen wir an, also was wird angelegt, damit wir glücklich und mündig können. Also das, was ich mir reingelegt habe, eben wirklich schon vorher, ja, genau. das genau. sieht man und nachher irgendwann eigentlich. Genau, und das, was ich in mir reinlolo sage, ja. Wo andere in mir reinsehen. Und dort hat ja auch, das betont ihr auch im Buch, die christliche Gemeinde auch eine Funktion, eine zentrale, natürlich für euch in eurem Leben. Kann man ja nicht pauschal irgendwie sagen. Sehr viele Leute erleben das in dem Sinn leider, können wir sagen, nicht. Aber was werden die spezielle Rollen, die die Kirche einnehmen kann? Ich verstehe die Gemeinde von Jesus, die Kirche, eigentlich schon ein bisschen als Trainingslager. Also wo wir ein paar Sachen lernen miteinander. Und manchmal bedauere ich ein bisschen, dass die Kirche relativ wenig lebenspraktische Sachen thematisiert. Es wird mehr der Glaube oder der richtige Glaube thematisiert. Machst du es richtig, damit du glücklich wirst? Das scheint mir sehr gegenwartsbezogen zu sein. Ich will es auch nicht pauschalisieren, aber so von der Tendenz her würde ich das feststellen. Und ein Punkt wäre für mich auf jeden Fall, dass wir gerade in der christlichen Gemeinde, wo, wenn ich dort wirklich einen Blick für die Zukunft dürfte gewinnen. Weil ich glaube, gerade im Alter ist die Zukunft letztlich das A und O. Weil wer keine Zukunft hat, der wird auch immer Schwierigkeiten haben mit Schwäche, mit Niederlagen, mit abnehmenden Fähigkeiten. Wer Zukunft hat, geht die Schwäche ganz anders an. Und darum wäre aus meiner Sicht die Gemeinde immer auch ein bisschen eine Seeschule, was kommt auf uns zu, vor dem Tod und nach dem Tod. Und wenn die Gemeinde ein Trainingslager ist, zum Schauen, dann wäre ich eigentlich schon mal ganz glücklich. Mhm. Was mich noch fasziniert, ist die Aussage, dass in den Kirchen, wenn ein Pastor über den Glauben eben predigt, das ist jetzt das, was der Glaube auch ein bisschen damit gemeint hat, ist eigentlich das alles okay, wird genickt, kennen wir ein bisschen. Aber wenn es um die Liebe geht und das Leben,
dann wäre es irgendwie schwieriger. So, ja. Interessanter. Ja. Warum das? Kann man es erklären? Ja, weil wir schon ein bisschen eine Mentalität, glaube ich, leben, wo man sagt, hey, wie ich mein Leben gestalte, das ist meine Sache. Das bestimme ich. Selbstbestimmung scheint mir wie ein prioritärer Wert in unserer Gesellschaft. Und manchmal befürchte ich auch in der christlichen Gemeinde. Und darum lasse ich mir dort sehr ungern reinschwätzen. Und ich glaube, dort haben wir Nachholbedarf, vor allem auch im 21. Jahrhundert, wo ich glaube, der Glaube muss sich im Leben bewähren und nicht abstrakt im Kopf oder Herz oder weiss ich wo. Und darum würde ich mir Gemeinden wünschen, wo gewagt wird, riskiert wird, über das Leben zu reden. Auch zum Beispiel über einen Umgang mit Scheitern, mit Schwäche, mit Niederlagen, wie verarbeite ich Niederlagen. Das scheint mir die beste Vorbereitung auf ein gesundes Älterwerden zu sein. Und wer mit 50 nie etwas über Umgang mit Niederlagen gehört und gesehen hat, sondern immer nur, wie kann ich es verbessern, optimieren, der wird es schwierig haben. Spätestens ab 75. Wenn es dann wirklich ums Loslassen geht. Ja, genau. Und beim Loslassen ist schon noch so ein eine Spezialfrage. Manchmal denkt man, alt werden heisst loslassen. Ich finde, ich würde es umgekehrt sagen. Alt werden heisst Neues sehen. Es gibt auch jemanden, der sagt, alt werden heisst sehend werden. Und wer Neues sieht, dem fällt es nicht mehr so schwer, loszulassen. Also praktisch, wenn ich die Chance sehe im Pflegeheim, dann fällt es mir nicht so schwer, ins Pflegeheim zu gehen und die eigene Wohnung aufzugeben. Es gibt mega viele Vorteile im Pflegeheim und ich erlebe viele sehr, sehr glückliche Leute. Und die sehen die Chancen, die sie haben. Und wenn wir jetzt als Christen miteinander reden und sagen, hey, diese Chance zu sehen über den Tod raus, was sie gewinnen, und die ersten Christen haben, soweit ich weiss, davon geredet, der Todestag ist Geburtstag. Dann könnte ich auch die Schlussfolgerung ziehen und sagen, okay, wir werden jeden Tag einen Tag jünger, weil wir näher am Geburtstag sind. Und dann merken wir plötzlich, es könnte wirklich Champions League-Stimmung aufkommen, wenn wir älter werden. Und damit tue ich nicht Schwierigkeiten und Gebrechen verniedlichen, das möchte ich nie machen, weil ich sehe das täglich, was es heisst, damit umzugehen. Aber irgendwie, gerade in diesen notvollen Situationen, gerade im Leiden, auch im Schmerz, auch im sozialen Schmerz, dort eine Hoffnung zu sehen, dort vorwärts zu sehen, dort zu wissen, das Beste und Schönste kommt noch, das ist natürlich einzigartig. Ja, mir gerade so vorgestellt, eigentlich, das Bild, man kennt ja die Champions League Hymne, oder? Ja, genau. Nein, die, wenn man. Ja, absolut. Also Florian Freudi. Ja, das ist gut, ja. Jetzt freue ich mich aber auch noch auf die Jahre, die eben noch waren. Ja. Bis dann. Also, das ist, glaube ich, auch das, was hier zum Ausdruck kommt, auch in diesem Buch, dass man die Jahre, die man hat, mit Leben gestaltet. Absolut. Und danke vielmals für deine Botschaft, auch, die du ein bisschen provozierst. Und ich ein bisschen herausfordernd ist, merci vielmals, Markus Müller, dass ihr seid hier gewesen. Und, dann wünsche ich noch eine gute Zeit. Danke auch euch fürs Interesse. Und, das Buch ist also erschienen im SCM Hänsler Verlag. Markus Müller, die Champions League des Lebens. Wer da eigentlich gerne ein bisschen, sich vorbereitet auf das, was da noch kommt, später eigentlich, genau.